Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil des Bücherregal-Updates für dieses Jahr oder für dieses Halbjahr. Vielleicht mache ich Ende des Jahres nochmal ein Update. Wir haben heute hier noch mein Taschenbuchregal und dieses Taschenbuchregal steht hinter meiner Tür, weswegen ich auch immer hier mit meinem Schatten zu sehen sein werde, weil hier direkt hinter mir das Fenster ist und ich werde einen Schatten werfen, denke ich mal. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und ja, wir fangen mit dem Taschenbuchregal an und das oberste Regalfach ist mein Nalini Singh-Regalfach. Hier haben wir die Gilde der Jäger, die ersten drei Teile, die ich bereits gelesen habe. Und da dahinter haben wir meine allseits geliebte Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh. Ich liebe, liebe, liebe diese Bücher. Das hier ist jetzt der letzte Teil, Age of Trinity. Der kam dieses Jahr erst raus und den fand ich ganz, ganz toll. Ich liebe diese Reihe einfach sehr und ja, kann sie jedem nur empfehlen, der gerne solche Urban Fantasy rein mit Erotik liest, der sollte sich die Gestaltenwandlerei auf jeden Fall angucken. Die Gilde der Jäger mag ich auch, gefällt mir aber nicht so gut wie die Gestaltenwandlerei, denn nichts kommt an die Gestaltenwandlerei ran. Ist halt einfach so. Ja, dann haben wir hier die Rock Kiss Reihe von Nalini Singh. Den ersten Teil, der steht jetzt ganz hinten, den mochte ich gar nicht. Dann haben wir den dritten, den fand ich auch richtig cool. Den vierten mochte ich auch sehr und mein allerliebster Lieblingsteil ist der zweite, deswegen steht er auch ganz vorne. Und ja, ich liebe einfach Nalini Singh, ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe ihre Art, Geschichten zu schreiben. Ihr wisst das ja schon, ich glaube, da brauche ich auch nichts weiter zu sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein Regalfach weiter runter. Ein Regalfach weiter unten haben wir quasi mein zweites Jennifer L. Armentrout Regal. Hier sind meine ganzen Taschenbücher und broschierten Bücher drin. Ich hatte euch ja in dem ersten Video meine Hardcover gezeigt und hier sind quasi alle Taschen und broschierten Bücher, die ich noch habe. Zum einen haben wir hier Dreh dich nicht um, ist ein Jugendthriller. Ich liebe dieses Buch, es ist so, so toll. Ich glaube, das ist inzwischen auch schon nochmal dreimal neu aufgelegt worden, diese Geschichte. Und ja, gibt es auch als Taschenbuch. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe sie. Dann haben wir hier dahinter einmal die Wait For You-Reihe. Die geht bis hier. Also das ist alles komplett Wait For You. Diese Reihe liebe ich auch total. War eine meiner allerersten New Adult-Reihen, die ich jemals gelesen habe. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe sie. Mein Lieblingsteil ist Stay With Me. Da geht es um Keller und Jax und ich liebe diese Geschichte und ich habe mir deswegen dieses Buch auch letztes Jahr auf der Messe signieren lassen, wo ich Frau Armentrout treffen durfte. Das war ja letztes Jahr so für mich mein Jahreshighlight, dass ich diese Frau getroffen habe und ich freue mich auch immer noch, dass die Jenny vom Verlag das für mich ermöglicht hat. Und ja, ich liebe es einfach. Dann haben wir hier Fridged und Scorched. Ich glaube, die kennt ihr auch alle. Ich kann Fridged nochmal rausziehen. Das ist dieses Bild hier. Ich muss sagen, dass diese Frau hier auf dem Cover rein optisch gesehen nichts mit unserer Protagonistin gemein hat. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall, Fridged ist eine ganz niedliche, eine Adult-Geschichte auch. Hat mich jetzt aber auch nicht so 100% überzeugt. Scorched fand ich dann schon ein bisschen besser noch wie Fridged. Aber auch das kommt nicht an die Wait For You-Reihe ran. Und dann haben wir hier ganz unten Deadly Ever After. Das ist ja dieser Erotik-Thriller, den sie quasi geschrieben hat. Da kommt dieses Jahr im Oktober am 2. auch noch The Deadlist. Das ist auch nochmal sowas, was in diese Richtung geht. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich werde alles lesen, was von dieser Frau rauskommt. Und das ist auch immer noch so. Theoretisch müsste heute oder Montag von Jennifer L. Armentrout noch der zweite Teil quasi rauskommen, der zu dieser Morgen liebe ich dich für immer Reihe kommt. Und zwar und wenn es keinen Morgen gibt, heißt das. Das sieht auch rein optisch so ein bisschen aus wie das Buch. Also darauf warte ich jetzt noch. Das ist am 14. Mai jetzt rausgekommen. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Morgen liebe ich dich für immer ist so ein richtiges Jugendbuch. Also so ein richtig Jugendbuch-Liebesgeschichte. Da ist keine Erotik drin und das hat auch ein bisschen ein ernsteres Thema und einen ernsteren Hintergrund. Und ich fand das richtig, richtig toll. Es war einfach mal was komplett anderes wie das, was man sonst von der Autorin immer so liest. Deswegen freue ich mich auch schon auf Und wenn es keinen Morgen gibt. So, schieb das mal hier rüber. Ich stelle auch das mal wieder hier hin. Dann haben wir hier die Dämonentochter-Reihe. Ihr wisst, ich finde diesen Titel Dämonentochter absolut schwachsinnig. Ich weiß, naja, egal. Es geht um Götter in dieser Reihe, nicht um Dämonen. Ja, die liebe ich auch total. Und die Dämonentochter-Reihe ist ja die Ursprungsreihe quasi für die Götterleuchten-Reihe. Ne? Also die Götterleuchten-Reihe ist ja Spin-off zur Dämonentochter. Und ja, ich liebe die Dämonentochter einfach sehr. Dann haben wir hier drüben die Gamble Brothers Reihe, die obersten drei Teile. Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen, ist das erste Buch, was Jennifer L. Armentrout in diese Richtung hier rausgebracht hat. Und das merkt man halt einfach, ne? Es ist halt einfach eine ganz einfache, seichte Liebesgeschichte und man kann sie jetzt nicht mit den bisherigen Büchern, die man sonst so von ihr kennt, vergleichen. Und Tempting Love spiele ich mit dem Bodyguard, ist der dritte und letzte Teil und ich muss sagen, der war so gut. Ich habe so viel gelacht bei dem Buch, weil die Protagonistin hier echt einen Stock im Arsch hat. Das kann man nicht anders sagen. Ja,
Dann haben wir hier jetzt noch von Cora Carmack die Losing It-Reihe, also Losing It, Faking It, Finding It, habe ich gelesen, habe ich geliebt. Und die ersten drei Teile der Forever in Love-Reihe noch von Cora Carmack. Hier war das schon seit 2 Jahren jetzt fast auf den 4. Teil, aber der wurde halt immer wieder verschoben, da Cora Carmack ja erkrankt ist, was ich sehr, sehr traurig finde. Und ja, ich hoffe, dass es der Frau bald wieder besser geht und dass wir den 4. Teil der Forever in Love-Reihe dann irgendwann nochmal bekommen, denn ich warte schon sehnsüchtig auf die Geschichte, die wird richtig gut. Und wenn ihr nur Edit mögt, kann ich euch Cora Carmack auch wirklich nur empfehlen, sie schreibt ganz, ganz toll. Ein Regalfach weiter unten haben wir wieder ganz viele New Edit-Liebesromane. Ich hatte ja am Anfang versucht, das alles so ein bisschen nach Autor zu sortieren, aber ich habe einfach keinen Platz mehr im Regal, deswegen quetsche ich jetzt einfach alles nur noch zusammen. Ja, also hier haben wir zum einen The Deal von Elle Kennedy. Ich mochte das Buch total, hier will ich auch unbedingt nochmal weiterlesen bei der Reihe. Muss ich auch echt mal machen. Also das ist das Einzige, was ich von Elle Kennedy habe, dieses Buch, aber ich mochte es sehr. Dann haben wir hier die ersten beiden Teile der Hartwell Love Stories und dann haben wir hier die On Dublin Street, also die Edinburgh Love Stories von Samantha Young. Ich liebe diese Reihe, sie ist so, so toll und auch hier die ersten beiden Teile fand ich toll. Wobei ich sagen muss, dass die Reihe ein bisschen schwächer ist wie die On Dublin Street Reihe. Dann haben wir hier Into the Deep und Out of Shallows, das waren so die ersten beiden Bücher, die Samantha Young veröffentlicht hat in dem Bereich. Dann haben wir Hero, das ist ein Einzelband. Dann haben wir die Edinburgh Love Stories, das sind 4 Kurzgeschichten, die nochmal zu dieser Reihe gehören, wo es auch nochmal so um Nebencharaktere geht. Und dann haben wir hier das letzte Buch von Samantha Young, Play On, Dunkles Spiel. Dieses Buch hatte mich ja relativ enttäuscht. Ich fand, es war ganz nett, aber es hat mich leider nicht wirklich 100% überzeugen können, was ich ein bisschen schade finde. Aber so ist das. Kann einem ja nicht immer alles gut gefallen. So, dann haben wir hier Verliebte Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Oh mein Gott, ich liebe dieses Buch. Also Leute, wenn ihr eine Geschichte lesen wollt, die so viel mehr ist wie eine schöne leere Geschichte, dann schaut euch Verliebte Mr. Daniels an. Ich habe echt geweint, ich habe gelacht, ich habe geflucht. Also es ist einfach eine so, so tolle Geschichte. Und ich kann sie wirklich jedem nur empfehlen. Sie ist so toll. Und Brittany C. Cherry schreibt einfach so genial. Das ist der Hammer. Ja, und dann haben wir hier drüben noch von Bianca Josi Wuni, der letzte erste Kuss und der letzte erste Blick, die ersten beiden Teile der Firsts-Reihe. Ich liebe sie total. Ende des Monats, am 25.05. kommt die letzte erste Nacht raus und da freue ich mich auch schon so. Da geht es um Tate und Trevor und die beiden werden TNT genannt, denn immer wenn die sich treffen, streiten die sich und ich freue mich schon. Und ich freue mich auch schon auf den 4. Teil. Der 4. heißt Der letzte erste Song und ich bin schon gespannt, wann der rauskommt. Ich glaube, vielleicht sogar noch Ende des Jahres, meine ich irgendwo letztens gelesen zu haben. Das wäre natürlich mega cool. Ich habe auch noch Was auch immer geschieht von Bianca Josi Wuni, aber dieses Buch ist noch bei Sina. Die hat das... Scheiße. Oh no. Das passiert, wenn man nicht richtig aufpasst. Oh mein Gott, seht ihr das? Ich habe mein Buch zerstört, ist voll abgestürzt hier. Scheiße. Gott, das ist, wenn man damit rumspielt. Ja, auf jeden Fall, wer es auch immer geschieht, ist noch bei Sina. Und das bringt sie mir im August wieder mit, wenn wir uns treffen. Dann haben wir hier noch von Kirsten Callihan die Game On-Reihe, die 4 Teile, die da bis jetzt auf Deutsch erschienen sind. Hier war mein Lieblingsteil der 3., das ist der grüne. Habe ich so gefeiert, habe ich so geliebt. Ich liebe Jax, der ist ein so, so toller Mann. Oh, er ist so toll. Den 4. und den 2. fand ich auch mega, genauso wie den 1. Also die sind eigentlich alle richtig toll. Und das sind aber New Adult-Geschichten mit ein bisschen einem höheren erotischen Anteil. Also nicht jetzt so wie bei hier den beiden zum Beispiel, da ist der Erotikanteil relativ niedrig und hier ist es schon recht hoch im Vergleich. Also das sind jetzt nicht unbedingt so die Einsteigergeschichten, möchte ich mal sagen. Dann haben wir hier noch die Broken Hearts Reihe von Gina Showalter. Oh mein Gott, ihr wisst, ich liebe diese Reihe. Sie ist so unglaublich toll. Ich liebe, liebe, liebe sie. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. In dieser Reihe geht es um 3 Typen, die von einer Großstadt nach Strawberry Valley ziehen. Das ist so eine ganz, ganz kleine Stadt, die von Erdbeerfeldern umgeben ist. Und sie kaufen dort ein altes Farmhaus und ja, jeder dieser 3 Typen lernt dann quasi so die Frau fürs Leben kennen und die Geschichten sind einfach so toll. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und jetzt werde ich erstmal über meinen Verlust mit meinem Buch hier irgendwie versuchen klarzukommen. Scheiße. Ich habe mein Buch zerstört. Verdammt. Damit wären wir dann im vorletzten Regalbrett für dieses Regal. Hier haben wir zum einen die Dare to Love-Reihe von Carly Phillips. Die habe ich letztes Jahr komplett gelesen. Und ich fand die ganz, ganz toll. Das sind
niedliche erotische Liebesgeschichten. Also diese Bücher sehen nicht aus wie krass Erotik, aber da kommt schon einiges an Erotik drin vor, auch wenn sie halt nicht so aussehen. Und ich kann die euch wirklich nur empfehlen, die sind ganz, ganz toll. Ich habe sie geliebt. Sie liegen nicht in der richtigen Reihenfolge, stelle ich gerade fest, müsste ich mal wieder sortieren. Ich weiß nicht, warum sie nicht in der richtigen Reihenfolge liegen. 3, 6, aber alle da. Keine Ahnung, wer weiß. Dann haben wir hier Du bist mein Feuer von Isabel Ronin. Das habe ich euch ja jetzt letztens erst vorgestellt. Dann Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh habe ich ja auch im Januar ausgelesen. Die Love Vegas-Reihe habe ich auch vor kurzem ausgelesen. Brauche ich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Genau wie bei Nimmich. Habe ich ja auch aus diesem Monat gelesen. Kennt ihr sicherlich ja auch alle noch. Dann haben wir hier die ersten beiden Teile von Diamonds for Love. Ich liebe diese zwei Bücher. Ne? Ihr wisst, das sind so tolle, normale Liebesgeschichten, die nicht überzogen sind und nicht übertrieben. Und ich liebe, liebe, liebe diese beiden Bücher einfach. Im Juli kommt der dritte Teil und da freue ich mich schon sehr. Dann haben wir hier Big Rock und Mr. O von Lauren Blakely. Die beiden Bücher gehören auch zusammen. Im zweiten Teil geht es um den besten Freund von dem Protagonisten aus dem ersten. Und die Bücher waren auch richtig süß und richtig toll. Das sind so richtig schöne erotische Liebesgeschichten auch für zwischendurch. Wobei ich sagen muss, dass mir Mr. O noch ein bisschen besser gefallen hat wie Big Rock. Und dann haben wir hier noch die Game Maker-Reihe von Cressley Cole. Der erste Teil war so überhaupt nicht meins. Ich muss auch sagen, dass diese Reihe hier hart Erotik ist. Also das ist nicht einfach mal so, wir haben hier zwei erotische Szenen in diesem Buch oder drei. Nein, dieses Buch strotzt vor Erotik. Und ich habe den ersten Teil gelesen und der war so überhaupt nicht meins. Da geht es auch so um BDSM und so Sexclubs und sowas. Und das, oh nee, das war mir einfach alles zu viel. War absolut nicht mein Fall. Und dann hat aber Niki gesagt, liest den zweiten Teil auf jeden Fall noch, der ist ganz anders. Und dann habe ich den zweiten Teil gelesen und der war wirklich komplett anders wie der erste. Und das fand ich so witzig, was im zweiten Teil alles gewesen ist. Und ich mochte die Protagonistin im zweiten Teil einfach. Und ich wollte dann nach dem zweiten Teil einfach wissen, was mit dem dritten Bruder ist. Denn in dieser Reihe geht es auch um drei Brüder. Und ich wollte dann einfach wissen, was mit dem dritten Bruder ist, mit Dimitri. Und dann habe ich den dritten Teil gelesen und Leute, das war so geil. Das Ende von diesem Buch ist so toll. Das ist so cool gemacht. Da hat die Autorin sich was so Tolles einfallen lassen. Also, ich liebe, liebe, liebe Game Maker, ein letztes Spiel. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und ja, auch die Reihe, wie gesagt, mochte ich im Großen und Ganzen, bis auf den ersten. War halt nicht ganz so meins. Und dann haben wir hier noch Nacht des Begehrens von Cressley Cole. Das ist der erste Teil der Immortals After Dark Reihe. Diese Reihe hat, glaube ich, inzwischen 18 Teile oder sowas. Und ja, ich habe den ersten Teil gelesen, der war ganz nice, war aber auch zu viel Erotik für mich und die Protagonistin war auch nicht so 100% mein Fall. Deswegen weiß ich nicht, ich muss mal gucken. Ich habe noch den zweiten und den dritten Teil der Immortals After Dark Reihe auf jeden Fall zu Hause. Die werde ich auf jeden Fall noch lesen und danach entscheide ich, ob ich diese Reihe weiterlese oder nicht. Aber ich müsste halt auch auf jeden Fall mal weiterlesen. Tata! So ihr Lieben, damit waren wir beim untersten Regalfach. Hier haben wir so ein bisschen alles gemischt. Hier haben wir jetzt zum einen Du bist mein Verlangen von Alexa Riley. Das habe ich ja jetzt auch vor kurzem erst gelesen. Brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. War auch Erotik. War ein bisschen strange, die Geschichte. Und ja, war kein Buch für jedermann. Also das, man muss schon solche abgefahrenen Geschichten mögen und man muss sich darauf einlassen können. Sonst mag man dieses Buch definitiv nicht. Aber ja, mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Du bist mein Verlangen habe ich ja vor kurzem erst gelesen. Dann haben wir hier zum einen, ich nehme das aus dem Runder, dann haben wir zum einen hier die, ich weiß nicht, wie die Reihenbezeichnung gerade ist. Das ist der erste Teil, Weiblich, ledig, untot von Mary Janice Davidson. Das ist so ein lustiger Frauenroman mit Erotik. Hier geht es halt um Vampire und die Reihe habe ich vor ewigen Zeiten mal gelesen. Und ich habe auch noch zwei Teile drüben, die ich mal weiterlesen könnte und ich hätte mal staubwischen sollen vorher. Und ja, ich habe noch zwei, wie gesagt, zwei ungelesene Bücher von dieser Reihe drüben. Die müsste ich mal weiterlesen. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr an dieser Stelle auch schon gesagt. Und es sind auch noch weitere Teile bisher erschienen. Aber irgendwie hat es mich nach diesem Teil, der war so scheiße, der war so schlimm, was da passiert ist, das hat mich so mitgenommen. Und danach hatte ich irgendwie keine Lust mehr, diese Reihe zu lesen. Deswegen liegt die halt noch nicht wirklich beendet hier bei mir. Weil ich auch gerade echt nicht weiß, ob ich die überhaupt weiterlesen möchte. Dann haben wir hier, dieses Buch habe ich auch letztes Jahr schon so gezeigt, in meiner selbstgenähten Bücherhülle haben wir hier noch, ich zeige es euch, Light and Darkness von Laura Kneidl. Das habe ich auch signiert von der lieben Laura. Und ich habe diese Bücherhülle damals falsch genäht und habe die zu klein genäht. Und hier passen jetzt nur Mini-Impress-Taschenbücher rein. Und ich habe nur dieses eine Impress-Taschenbuch. Deswegen ist das immer in dieser Bücherhülle drinne. Und ja, finde ich jetzt nicht so schlimm.
liegt es halt hier in der Bücherhülle gut geschützt. Und ja, auf jeden Fall Light und Darkness von Laura Kneitel habe ich gelesen. War ganz nett, ist ein Jugendbuch halt und ich mochte das Buch damals, wo ich es gelesen habe und ja, war eine nette Geschichte, mehr kann man dazu nicht sagen. Dann haben wir hier Flammenliebe von Alexandra Ivy, habe ich ja auch vor kurzem erst gelesen, brauche ich glaube ich auch nichts mehr zu sagen. Dann haben wir Stolz und Vorurteil von Jane Austen und Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green, da brauche ich glaube ich auch nichts mehr zu sagen. Seelen von Stephanie Meyer in dieser wunderschön hässlichen Filmausgabe. Aber ich liebe dieses Buch. Es ist richtig, richtig toll. Ich mochte das sehr, wo ich das damals gelesen habe. Das sollte ich vielleicht auch mal wieder lesen. Dann haben wir hier Orphan X von Craig Hurwitz. Das ist ja so ein Agenten-Thriller. Fand ich auch toll. Dieses Buch hat mir auch gut gefallen. War jetzt kein Buch, was extrem überragend war, aber es war ganz nett, mal was anderes so zu lesen. Hier wollte ich den zweiten Teil mir auf jeden Fall auch nochmal mitholen. Dann haben wir hier noch meine ganzen Jackie-Bücher. Nur diese Self-Publisher-Bücher sind vom Format echt immer richtig blöd. Die passen immer nirgendwo anders rein. Deswegen stehen die hier ganz unten mit. Ich zeige es euch mal ganz kurz so. Das sind alle meine richtigen Bücher, Bücher, die ich von Jackie habe. Und Verliebt in Miami ist ja jetzt, das ist das hier, Verliebt in Miami ist ja jetzt erst rausgekommen. Habe ich mich sehr gefreut, dass die Jackie mir das zugeschickt hat. Und ja, ich liebe Jackie, ihre Bücher. Ich kann sie euch alle nur empfehlen. Sie sind ganz, ganz toll und schön und ja, I love it. Dann haben wir hier noch die Daughters of Darkness von Bianca Iosiboni. Die Daughters of Darkness ist ein Spin-off zur Hunters-Reihe. Bei der Hunters-Reihe habe ich den ersten Teil als E-Book damals gelesen und die weiteren Teile wollte ich mir auf jeden Fall alle auch mal noch zulegen. Irgendwann muss ich mal noch machen. Und ja, das ist so mein unterstes Mischfachregal mit den Self-Publisher-Büchern, die so vom Format her sonst nirgendwo reinpassen. Und ja, mehr gibt es zu diesem Taschenbuchregal eigentlich auch nicht zu sagen. So, ich glaube, alles andere filme ich jetzt mit der Hand und ohne Stativ. Hier haben wir meinen Stapel noch aussortierter Bücher, die ich entweder verlosen, verschenken oder anderweitig vergeben werde. Hier lag bis vor kurzem auch noch der erste und zweite Teil von den Chroniken der Verbliebenen, aber das hat schon einen neuen Besitzer gefunden, das ist schon weg. Und ja, Selfie habe ich hier aussortiert, die Bourbon Kings Reihe habe ich aussortiert, Status and Enders war auch nicht so meins. Und Night School, naja, ich glaube, da brauche ich nichts weiter zu sagen, da wisst ihr alle, dass es mir nicht ganz so gut gefallen hat. Die Night School Bücher sind schon weg, die gehen schon irgendwo hin, mit denen weiß ich noch nicht, was ich mache. Vielleicht verlose ich die mal mit an euch, wenn ihr da Bock drauf habt, aber ja, das sind halt Bücher, die ich definitiv aussortiere und weggebe. Die stehen halt hier so neben dem Regal. So, ihr Lieben, meine Waschmaschine schleudert. Ich glaube, ihr hört das bestimmt irgendwie im Hintergrund. Aber ich dachte, ich zeige euch mal noch meine restlichen Regale, die ich sonst noch in der Wohnung mit habe. Hier haben wir meine selbstgebastelten schwebenden Bücherregale. Die sollen irgendwann mal noch ersetzt werden durch richtige schwebende Regale, weil die alle so ein bisschen instabil geworden sind mit der Zeit. Aber das ist das, was bei mir in der Stube noch an der Wand hängt, diese schwebenden Bücherregale. Die Bücher seht ihr ja, die habe ich auch letztens ja erst in meinem mein Subvideo vorgestellt. Also schaut da auf jeden Fall rein, wenn ihr die Subbücher nochmal genauer sehen wollt. Das ist aber das, also das ist das, was bei mir in der Stube noch hängt. Dann haben wir bei mir im Schlafzimmer noch zwei weitere schwebende Regale. Einmal liegt hier die Ashes-Reihe komplett von Ilsa J. Bick, ist natürlich auch noch ungelesen. Und dann hier haben wir noch die After-Reihe und Dragon Kiss Teil 1 bis 4. Das liegt jetzt auch noch mit auf diesen schwebenden Regalen. Hier habe ich auch noch zwei Regale, die eigentlich noch mit an die Wand sollten, aber mein Freund und, naja, Sachen anbohren, das ist nicht immer so sein Ding. Und dann last but not least, als letztes mein Subregal. Alle Bücher, die ihr hier seht, die sind ungelesen. Ich ziehe euch die Bücher jetzt auch nicht nochmal raus. Ihr habt die Bücher alle in meinen Neuzugänge-Videos gesehen oder in meinem Subvideo. Das Buch ist gestern bei mir eingezogen. Das habe ich von einer Arbeitskollegin vermacht bekommen. Die wollte es nicht mehr haben und hat gemeint, sie fand die Geschichte jetzt nicht so toll und hat es mir deswegen gegeben, weil sie dachte, das ist vielleicht was für mich. Und ja, das ist so noch mein Subregal. Also wie ihr seht, Auswahl ist da. Ich muss echt die ganzen Bücher irgendwann mal lesen. Vor allen Dingen das hier muss ich endlich mal lesen. Das ist von Janine ausgeborgt. Das möchte ich eigentlich schon längst wiedergegeben haben. Aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich würde sagen, damit beenden wir jetzt dieses Bücherregal-Update, bevor ich hier nochmal mit der Kamera rumwackel. Und ja, ich würde sagen, das nächste Update vielleicht nochmal Ende des Jahres oder so. Oder halt nächstes Jahr wieder. Wir schauen mal, wie viel sich hier so verändert. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.